Wir wollen also heute Open Switch auf große Fahrt gehen und heute bei uns zu Gast Philipp Bachrede. Sensationell. Da ist er. Bei dir muss man ja mittlerweile fragen, wie geht's dem Knie? Du hast 7 OPs jetzt schon mittlerweile hinter dir im Laufe der Jahre. Kann man da irgendwie sich beschweren? Kann man da was umtauschen? Ja, ich habe schon mal probiert, ob ich die irgendwie zurückgeben kann, aber ihr wollt keiner annehmen, die Dinger. Wir sprechen gleich noch natürlich über Knie, wir sprechen über Werder Bremen, da ist ja auch ein bisschen was angeschwollen. Das Beste an Bremen ist? Ich glaube, die Menschen, weil ich glaube, dass Bremen auch noch ein bisschen ja, einfach Heimat ist, ein bisschen, ich will nicht sagen, ja, Dorf im anderen im Zusammenhang mit anderen großen Städten, aber das ist alles sehr familiär hier. Schon mal an eine Selbsthilfegruppe mit Holger Badstuber gedacht? Ja, also erstmal, ich kann da auch locker drüber reden und meine Spieße machen. Na klar ist das scheiße, aber ich glaube, gerade in den Phasen, wo du auch verletzt bist, weiß nicht, wird mir eigentlich auch oft bewusst, wie gut es mir eigentlich geht. Und deshalb stört mich das natürlich schon und würde ich am liebsten ändern, aber ich kann da schon locker mit umgehen. Was gibt dir die Zuversicht zu sagen, am Ende der Saison sieht das ganz gut aus? Es kommen ja noch einige Spieler auch zurück, die jetzt die ersten beiden Spieler noch nicht dabei waren. Dieser Bachrede zum Beispiel, ne? Ganz wichtiger Mann im Mittelfeld, lass den mal wieder mitspielen, dann sieht das schon ganz anders aus. Ja, wir haben ja noch andere paar vorne, ne? Siehst du? Ich trinke für jedes Werder-Tor ein Uso. Was meinst du, wie viele Flaschen Uso brauche ich für diese Saison? Also auf jeden Fall so viel, dass du nicht mehr fahren darfst und ich glaube auch nicht mehr alleine nach Hause kommst. Für was kannst du dich noch begeistern? Hobbys? Ich habe mal vor einiger Zeit so ein bisschen angefangen mit Golfspielen. Aha. Handicap? Ja, hab ein Handicap aber hier. Ja. Bist du eigentlich freiwillig gesetzlich krankenversichert oder privat? So, ist ein Versicherungskaufmann hier an Bord, der vielleicht nach der Sendung mit einem kleinen Angebot auf dich zukommt. Ja, ja, ich bin auch ein bisschen hier. Also, nee, ich bin privat versichert. Warst du in deiner Jugend mal in der Ostkurve als Fan? Woran ich mich noch genau erinnern kann, war das Spiel hier zu Hause gegen Schalke, als das, der Strom ausgefallen ist. Hast du was damit zu tun? Also, was war Carola oder so, hat das Ding kaputt gemacht, glaube ich. Oder so, die hat für den Strom, ja, so heißt meine Frau. Also, ich habe das schon einige. Dem Täter auf der Spur. Ja, genau. Du kommst ja wahrscheinlich an dem Satz nicht vorbei. Elias, dein Opa war Profi, dein Vater war Profi. Gib dir das nicht zu denken, oder? Ja, also da bin ich auch relativ entspannt. Also, ja. So, ich hab da. Er soll das machen, worauf er Lust hat. Wenn er Balletttänzer werden will, kann er auch. Ja, klar. Ja, klar. Warst du bei der Geburt dabei? Klar. Ja, großer Augenblick, oder? Ja, meine Frau hatte, glaube ich, hatte zum Glück noch andere Unterstützung dabei. Ich bin da nicht so hilfreich. Man muss sie als Mann in erster Linie beschimpfen lassen. Ja, das sowieso. Das klappt und, ja gut dann. Ja, ja, richtig. Du hast völlig recht, Schatz. Ein Riesenarsch. Nee, alles gut. Gerade fahren, Kollege. Hey! Dankeschön fürs Zugucken. Seid demnächst wieder dabei, Open Switch. Danke, Philipp. Alles Gute, viel Glück. Danke. Komm gut nach Hause. Dankeschön. Schöne Grüße von der Weserstolz. Lecker.